nicht. Das kann ich auch so machen. Weg damit. Man kommt halt relativ scheiße hier hoch dann, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, die Optik passt. So kommt man hier hoch. Das ist so ein typischer Treppenuntergang. Da haben wir noch Holz, da haben wir jetzt Eisen. Das packe ich erstmal im Kamin. Oh, scheiße, die will ich nicht wegwerfen. Blub. Haben wir hier eigentlich noch drinne? Sand. Ja, Glas brauche ich jetzt erstmal nicht. So, Tür auf. Fackeln. Ja, hier muss ja auch wieder was hin. So müsste es, glaube ich, passen. Wird schon wieder dunkel. Zack. Ja, vor allem das Ding, das läuft ja jetzt eigentlich raus. Es leckt schon wieder. Moment mal, jetzt reicht's mir hier langsam. Schließen. Schließen. Ist jetzt nur, weil ich nebenbei was hochlade, glaube ich, weniger. Noch 30 Minuten noch. Also weiter geht der Fluss schon mal von da aus nicht mehr. Gut, das heißt hier, habe ich meine Schaufel noch? Ja, habe ich noch. Das heißt, bis hier kommt dann Holz. Ich hole mir jetzt erstmal einen Eimer Wasser. Und dann geht's weiter. Ja, weiter. Es leckt irgendwie gerade dermaßen, aber es kann auch daran liegen, dass ich den Browser auf habe, der zieht auch ganz schön viel weg. Ja, und da kommt hier natürlich auch nochmal Holz drüber. Und dann kommt hier gleich Wasser hin, dass wir hier rauskommen wieder. Hier habe ich auch schon eine Idee. Hier werde ich, naja. Ich kann auch eigentlich das Wasser hier erhöhen, das geht ja auch. Plupp. Ich brauche eigentlich doch auch noch eine unendliche Wasserquelle. Dann so. Noch einen erhöhen. Plupp. Gut. Das sieht schon mal gut aus. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wenn ich so mache. Dann schnüre ich das Wasser ja nicht ab damit. Dann mache ich das lieber ganz anders. Da bin ich jetzt mal ein Fuchs, dafür hole ich mir jetzt erstmal eine Axt. Eine Axt. Eine verdammte Axt oder eine verhüllte Axt. Oh, wie schnell das jetzt mit Eisen gebrannt wurde. Das nehme ich mir mal eine Eisenaxt. Die kann man ja mal gut gebrauchen. So. Das Holz ist mir jetzt einfach zu viel, um das mit der Hand abzuschlagen. Zack. 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 Muss ja hier eh noch ein bisschen arbeiten. Deswegen sehe ich das ja auch jetzt gleich gut. So. Jetzt brauche ich meine Schaufel wieder. Kann ich die nicht mal gegen die Samen tauschen? Das ist schon wieder so extrem laut. Ich glaube, die Pferde sind schon vorne. Ich brauche unbedingt neue Lieder. Muss ich mich unbedingt nochmal drum kümmern. Gut, da habe ich nämlich eine gute Idee. Das läuft dann alles unterirdisch da rein. Oh, ich hoffe, das ist kaputt. Nein! Ist das ein Holzschwert? Nee, ein Stone Sword. Stone Sword. Mal kurz interessieren, wie weit ich da runter gehen muss, dass es bis nach da unten geht. Hier kann eigentlich dann direkt rein, wie vorher auch. So, und dann kommt erstmal da oben das Holz rein. So. Muss natürlich eine Fackel runter, da darf natürlich kein Mob spawnen. Die will ich natürlich nicht hier drin haben. So, kann auch mal weg. Zack. Jetzt mache ich einfach nochmal eine Schaufel, das kann ich ja mal aus Gold machen. Ha, um euch den zu euch zu demonstrieren, was mit Goldschaufeln passiert. Ich mache einfach mal aus beiden eine. Ne, hier nicht. Da. So. Nehmen wir erstmal die aus Gold. Sieht zwar schön aus, aber der Wert von den Dingern ist ganz niedrig. Ey, lass mich durch. Danke. So. Wieso ist hier eigentlich keine Fackel angebracht? So. Die machen extrem schnell Sachen weg, aber gehen normalerweise relativ schnell kaputt. Das ist schon gleich kaputt.
So, jetzt ist es schon kaputt. Siehst also, was er einem bringt, so gesagt nicht, sondern es fängt an zu regnen. Und ich mach mal den Sound aus. Ich keinen Bock auf den Regen. So. Eigentlich muss ich ihn auf 1 Minimum machen. So. Aber nee, ich muss ihn ausmachen, sonst ist es echt extrem nervig. Aber nee, ich muss ihn an. Ja, was denn nur? Ich mache ihn einfach auf 1. Piesel ich mich halt so lange unter die Erde. So. Machen wir das so. Muss ich sehen, wo ich jetzt überhaupt hier rauskomme. Ich grab mich gleich einfach mal auf den Boden. Beziehungsweise ich versuche jetzt gleich mal hier rauszukommen. Wo sind wir denn hier? Hallo. Wo ist hier noch gar nichts? Ach, da sind wir also. Wo sind wir denn hier? Gut, das ist schon relativ nah. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter rein. Zack. Sehe ich hier drin gar nichts mehr. So, jetzt sieht man wieder was. So. Da sind wir doch schon mal relativ nah, meiner Meinung nach. Relativ nah ist gut. Das ist ja schon der halbe Eingang. Aber da fällt mir auch eine gute Idee für einen, die ich gerade bekommen habe. Vor allem ist mir gerade eingefallen, dass man das so machen könnte. Noch Holz. Oh, ich hab kein Holz mehr. Im Regen Holz hacken, na toll. Weil es so toll kommt, im Regen Holz zu hacken. Komm, wir machen einfach mal Monster an. Oh je. Ah, Moment. Ich hab hier gar kein Schwert in der Hand. Wo sind denn jetzt hier die ganzen Viecher eigentlich? Ich will ja mal was Produktives tun, ein paar Viecher abschlachten. Da sind zwei Skelette. Skelette. Eins hat mich erspäht und ich versuche es weich auszuweichen. Nein! Lass mich in Ruhe! Alter, dieses Holzschwert ist aber der letzte Scheiß, oder das Steinschwert. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geht doch. So. Hier muss man ein bisschen Holz holen, oder? Komm, Scheiß auf easy, ey. Ist doch eh kacke egal. Ich brauche doch jetzt eh nur. Da sind mir die Viecher egal. So, falls es euch nicht egal ist, dann meldet sich jemand bei mir und dann ist hier eine Höhle. Da, wann ist sie denn da? Achso, das war nur angetäuscht. So, jetzt her mit dem Holz. Du. So. Klopf. Einen Baum nehmen wir nochmal mit hier, den da. Ja, der ist schon wieder fucking groß. So, ich habe heute irgendwie voll Lust auf Aufnehmen. Ich weiß nicht, wieso irgendwie die Zeit, die vergeht gerade wie eben nichts. Oh, da müssen wir noch so ein Spaß. Aber ich muss dennoch gleich auch mal die Aufnahme beenden. So. Ich lasse jetzt nicht scharf. Oh nein, Moment. So, weiter geht's. Diese Musik, die muss ich heute nochmal auswechseln. Bis zur nächsten Aufnahme haben wir andere Musik. Was ist das hier eigentlich? Du, die Kohle rum. Die nehmen wir nochmal mit und dann beende ich erstmal die Aufnahme. Und ich guck erstmal an, was das da drin überhaupt ist. So ein Loch, was ich da gefunden hatte. Und wieso lasse ich so viele Rohstoffe auch immer rumliegen? Hä? Normalerweise nehme ich doch immer alles mit, was ich kriegen kann. Du. So. Ach. Das ist. Ach so.
aufzulegen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.